Herzlich willkommen bei Akte Goa. Heute, meine lieben Leute, ist der Tag gekommen, an dem ich mich mit dem zweiten Teil der August Underground Trilogie beschäftigen möchte. Ich werde mir den Film jetzt gleich im Anschluss zu dieser Vorabaufnahme anschauen und ja, bin mal gespannt, was mich erwartet. Der erste Teil war ja überraschend, sage ich mal so, weil er hat sich zwar extrem echt angefühlt, war jetzt aber gar nicht so das Splatterfest, wie ich dachte. Ich dachte ja, da passiert sonst was. Es war ja eher ja, fast schon eine Ulknudel. Und ja, die Blu-ray, die ich mir jetzt natürlich anschauen werde, wie bei Teil 1, werden wir euch jetzt nicht noch einmal direkt vorstellen. Das haben wir im ersten August Underground Video schon gemacht. Und ja, ich bin ganz gespannt auf den Film und ja, wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Okay, ich habe ja wirklich Geduld, ja? Und ich bin ja eigentlich ein toleranter Mensch, vor allem mit euch, ja? Aber jetzt langsam wirklich, ja, wenn ich daran denke, wie viele Jahre mir jetzt schon angetragen wird, mir diese Filme anzuschauen, ja, also dieser Film, das ist wirklich eine Frechheit, ja, bei diesem Film möchte ich wirklich weglaufen. Aber ich muss ja auch irgendwie wieder reinkommen. Ich zeige euch was. Hier meine Notizen zur Handlung, weil ich mache immer Notizen bei dieser Videoreihe. Das wisst ihr, weil normalerweise arbeite ich nicht mit Skript und sonst was. Aber wenn ich mir viel merken muss oder viel erzählen muss, dann brauche ich immer so einen kleinen Spickzettel. Das ist mein Spickzettel für den heutigen Film für Mordum. Und ja, spannend. Also das ist praktisch die ganze Handlung in diesem Film. Ist unglaublich. Ich bin froh, dass ein Blatt ausgereicht hat. Ne? Ich habe ein paar Notizen, ja. Aber ganz ehrlich, das weiße Blatt, was ich euch gerade gezeigt hätte, könnte auch die Notiz zu diesem Film sein. Es ist unglaublich. Da passiert ja gar nichts. Also es ist absolut grauselig. Ich dachte ja, dass ungefähr, also der Film fängt ja ungefähr so an wie der erste Teil. Er ist auch vom Stil her ungefähr so. Aber ganz ehrlich, machen wir erstmal das bisschen, was ich hier an Story habe und dann, weil für diejenigen, die diesen spoilerlastigen Part überspringen, die bekommen dann das sonst nicht mit. Es geht darum, wir fangen irgendwie an in einem Keller. Ja, in einem Keller oder in so einem Haus, irgendwie ist es verwahrlost, durch die schlechte Qualität des Films ist kaum etwas zu erkennen. Da wird eine Frau genagelt, ich weiß auch nicht warum, von irgendjemandem und wir haben dann unseren Kameramann, der dann immer nur schreit, open the fucking door und so weiter. Also wie oft dieses F-Wort fällt in diesem Film, das ist das einzige Wort, was ich ständig verstanden habe, ist unglaublich. Dann ist da die junge Frau, also die Täterin hier, so ein Punk-Girl, sag ich mal so. Und er dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob das derselbe Schauspieler wie aus Teil 1 ist, der den Peter gespielt hat, er sah ihm auf jeden Fall sehr ähnlich. Ich glaube, er ist es auch, aber es ist nicht dieselbe Rolle. Und die streiten sich dann, schreien da rum und dann geht's irgendwie durch das Haus ständig, also, als wenn wir mitten im Leben wären oder bei der Supernanny oder Frauentausch, keine Ahnung, also richtig Assi-TV-mäßig, laufen sie da durch und dann durch den Keller und keine Ahnung was, also ich reg mich schon wieder auf. Und dann kommt sie plötzlich zurück und ritzt sich so den Bauch so ein bisschen auf und das turnt ihn an und keine Ahnung, was das jetzt sollte. Da habe ich auch gefragt, wenn das jetzt so ein, nehmen wir mal an, das wäre so ein krankes Pärchen, was so darauf steht, sich so selbst zu verletzen und so weiter, dann, also wenn sie das schon öfters für ihn gemacht hätte, dann hätte sie ja schon irgendwelche Narben mal haben müssen. Ihr Bauch war aber total glatt. Also kann eigentlich nicht gewesen sein, weiß ich jetzt nicht. Ja, dann laufen sie nachts irgendwie draußen rum mit dem Hund oder so, dann überfallen sie jemanden beim Essen, finden in dem Haus auch so einen Typen, der sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Dann gehen sie zu diesem überfallenen Kerl, der jetzt im Keller liegt, der atmet aber irgendwie noch und streiten sich schon wieder über irgendetwas. Die streiten ständig. Ich verstehe gar nicht. Das ist so, wie wenn irgendwelche, was weiß ich, mexikanischen Nachbarn neben euch auch ständig streiten. Ne? Oder so, also die reden was, was kein Mensch verstehen kann. Ne? Das ist unglaublich. Rennen da rum und keine Ahnung, sie ritzt sich dann doch wieder den Arm auf, warum auch immer. Dann sehen wir in so einer großen Kiste, die machen sie auf, da liegt eine Frau drin mit irgendwas
um den Kopf, so ähnlich wie bei Martyrs oder was. Die wird dann da rausgehieft und ja, im Grunde ist es so, dass die unsere Täterin sich eher sexuell an ihr vergeht, nimmt ihre Hand, reibt sie an ihren, an dem, was sie so hat. Ich weiß nicht, ob man das alles auf YouTube so alles aussprechen darf, deshalb, ihr wisst ja, wo es sein kann. Er vögelt sie dann auch durch. Dann haben wir noch eine zweite Kiste, wo dann erst dachte ich, was ist das denn für eine groteske Gestalt? Ich konnte es nicht erkennen, ist das nur eine Maske oder soll das ein demoliertes Gesicht sein? Da liegt ein Mann, ist so ein bisschen wie mit dem Großvater aus Texas Chainsaw Massacre. Man konnte ihn nicht genau erkennen, lebt er nun oder lebt er nicht. Dem wird auf jeden Fall irgendwie mit einer Nagelschere der Penis abgeschnitten oder ob er es nun selber macht. Ich hab's einfach nicht verstanden. Ne? Es ist furchtbar. Dann nimmt sie das Abgetrennte noch, gibt ihm einen Kuss, reibt ihn wieder am Geschlechtsteil von dieser gefangenen Frau und dann ist die Szene auch irgendwie vorbei, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, diese Szene geht mindestens 10 Minuten, glaube ich, oder vielleicht 15 Minuten. Und ich brauche hier 30 Sekunden eigentlich, um die Szene zu erklären. Spannend. Dann sind wir draußen in irgendwie so einen CD-Laden, der wird so ein bisschen nicht überfallen, aber da machen sie irgendwie Krawall, keine Ahnung. Dann sind sie doch, dann sieht man einen dritten Typen. Unseren dritten Täter in diesem Film sozusagen, das ist so ein langhaariger, sieht aus wie, was weiß ich, Thor auf Ecstasy. Und ja, der isst da irgendwelche French Fries oder was, keine Ahnung, und ist dann ab jetzt irgendwie immer dabei und nervt rum und keine Ahnung. Wir sind dann wieder im Keller, haben jetzt zwei neue Opfer, zwei Frauen. Woher die Opfer immer kommen, weiß ich nicht, aber gut, das wusste man im ersten Teil auch nicht. Interessant, diese Haupttäterin, die hat jetzt so ein Höschen an, wo draußen so Stacheln dran sind. Ne? Habe ich auch noch nie gesehen, sowas, okay? Und ja, das ist eine Szene, die hat mich ein bisschen an Vomit Gore erinnert. Ständig, sie kotzt die beiden Opfer die ganze Zeit an. Die werden gezwungen zu kotzen und dann brechen sie irgendwie, dann ziehen sie ihr die Hosen aus und dann brechen sie auf den Po rauf und keine Ahnung, was das alles soll. Also, die kotzen sich die Seele aus dem Leib. Ne? Das ist unglaublich. Und dann schneidet der eine noch den Bauch auf und holt so die Gedärme raus. Da musste ich an diese Simpsons-Folge denken. Messer rein, Gedärme raus. Ne? Und so weiter und so fort. Also keine Ahnung. Dann dieser langhaarige Typ da, der benutzt dann ihren offenen Bauch auch noch so als kleine Taschenmuschi. Und ja, dann nächste Szene irgendwie, jetzt heult der Langhaarige, weil er sich irgendwie selber auch aufgeritzt hat oder sie tröstet ihn so ein bisschen. Dann kommt unser Peter 2 jetzt hier sozusagen und schreit wieder rum und keine Ahnung was. Also ständig ist er am Rumbrüllen in diesem Film. Ich weiß gar nicht, was dieser Brüller von einmal will. Dann sitzen sie nachts, nachts draußen, tragen dabei irgendwelche Weißnas-Anonymous-Masken, besuchen irgendwie ein Rockkonzert oder was das ist. Also das mal wieder, auch das, wie im Teil 1, das einzige Mal, dass Musik im Film vorkommt. Dann sind sie doch wieder in der Wohnung bei anderen Freunden. Sie ist total high und macht Sachen. Dann sind sie beim Tätowierer oder was. Der Langhaarige bekommt jetzt ein Nasenpiercing. Das gefällt ihr erstmal, sie reiben ihre Nase aneinander und so weiter. Eigentlich dachte ich, ist alles gut, dann kommt aber doch wieder Peter 2 rein und schreit und brüllt und reißt ihm anscheinend das Nasenpiercing aus der Nase. Auf jeden Fall hat der eine plötzlich so viel Blut, weiß ich nicht. Dann sind sie wieder in so einem Leichenkeller, wo es anscheinend auch stinken tut, sie kotzen wieder. Fiese Szene, wo sie dann so eine Art Eimer da so oder so ein Bottich aufmachen und dann ist da so eine Babyleiche wohl drin, aber ohne Kopf und auf dem Hals über so Würmer, wie in Lucio Fulcis besten Tagen. Sehr seltsam. Dann gibt es noch eine Rauferei wieder beim Sofa, also es springt ständig hin und her, ich weiß es nicht. Dann hat der Langhaarige noch ein neues Opfer und zwar ein eigentlich interessantes Stilmittel, hier aber nicht passend, mit so einer Nachtsicht dann gefilmt und ja, da hört man nur Würgegeräusche. Dann sitzt irgendein Typ wieder am PC, zeigt da so eine Wunde auf der Hand. Was das nun sollte, weiß ich auch jetzt nicht. Dann eine sehr hektische Szene. Am Ende gibt es wieder Streit und Gebölke. Und der Peter, der bringt anscheinend diesen Langhaarigen um. Das ist der Film zu Ende. Ja, da fällt mir nichts mehr ein. Ne? Da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Der erste Teil, den habe ich ja so gelobt von der Inszenierung, weil ich gesagt habe, wir haben hier Menschen, die zwar absolut krank sind, die aber absolut glaubwürdig rüberkommen. Und die wirklich, wo es auch nicht um Logik geht oder so, weil die filmen einfach, was sie tun. Die tun schreckliche Dinge, tun aber auch mal normale Dinge. So, was ist das denn jetzt hier?
wenn das nicht derselbe Regisseur gewesen wäre, hätte ich es fast schon verstanden. Weil für mich wirkt dieser zweite Teil so, als wolle jemand den ersten Teil nachahmen und verkackt dabei. Ja? Also erstmal die Bildqualität. Die Bildqualität ist ja beabsichtigt schlecht gemacht. Das Problem ist, die Bildqualität ist so dermaßen schlecht gemacht, dass man über weite Strecken gar nichts mehr erkennt. Ja? Und ganz ehrlich, keiner kann mir erzählen, so schlechte Kameras hat es doch wohl nie gegeben. Eine Kamera, egal wie lange es her sein soll, die so ein Bild erzeugt hätte, die hätte man früher nicht auf den Markt gebracht. Ja? Also das erste hatte ja noch so VHS-Niveau, wenn man sagt, okay, die VHS hat vielleicht so ein paar Spuren schon oder was und es ist alt, ne? Anfang 90er oder was. Aber dieser Film, das ist so dermaßen schlecht, das Bild, das ist unglaubwürdig jetzt schon. Und man sieht es auch, wenn der Film ganz dunkel ist. Immer wenn der Film ganz dunkel ist, also wenn das Bild eigentlich schwarz sein müsste, ist das Bild immer noch so leicht grünlich. Weil einfach schlicht über den gesamten Film so ein Rasterfilter praktisch gelegt wurde. Und der ist auch dann da, wenn das Bild schwarz ist. Und daran sieht man einfach, dass es nur ein Trick ist. Ja, da könnte man einmal so eine Art Clean-Version rausbringen, wo man den Film dann ohne diesen Filtereffekt sieht. Ne? Keine Ahnung. Also wie gesagt, man sieht ja auch einmal sie im Spiegel mit der Kamera. Das ist eine relativ moderne Kamera gewesen. Selbst meine uralte Webcam vor über 10 Jahren hat er besseres Bild erzeugt. Ja? Also so schlechtes Bild ist unglaubwürdig. Im ersten Film ging es noch, da war es nicht ganz so schlimm, aber hier ist es einfach so dermaßen schlecht, dass es einfach den Film ein bisschen runterzieht. Auch die Handhabung der Kamera ist so dermaßen schlimm diesmal, weil im ersten Film hatten wir auch so Szenen, wo ich mich gesagt habe, was soll denn das? Zum Beispiel, saßen sie doch beide im Auto, der Peter fährt und der Kameramann, den man glaube ich nie gesehen hat, keine Ahnung, nennen wir ihn Ursus oder was, der zoomt dann immer wieder an Peter ran oder es macht komische Sachen damit. Aber diesmal, also als wenn die mit der Kamera Ping-Pong spielen. Ja? Also oftmals, vor allem in so Handgemenge-Szenen und so weiter, erkennt man gar nichts. Ja? Das ist vielleicht klar glaubwürdig, wenn man sagt, okay, ich habe die Kamera in der Hand und muss mich da irgendwie prügeln. Aber wenn ich das Geschehen einfach nicht verfolge, ja, und einfach immer nur plötzlich irgendwas passiert, ja, also, weil eins ist klar, der Film hat genauso wenig Schnitte wie der erste Teil. Also von der Inszenierung her ist er ja dem ersten Teil sehr ähnlich. Wir haben wieder sehr wenig Szenen, ich glaube sogar weniger Szenen von der Anzahl als der erste Teil und sehr wenig Schnitte. Wir sind eigentlich immer von Anfang bis zum Ende in einer Szene dabei. Nur, wenn ich dann zum Beispiel gar nicht, also plötzlich blutet der eine Typ da. Und dann habe ich mir gedacht, ah, jetzt hat er ihm bestimmt das Piercing aus der Nase gerissen, aber so richtig sehen tut man das auch nicht, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, das gefällt mir alles nicht. Ja, man sitzt da und erkennt über weite Strecken nichts, ja? Weil einfach nur die Kamera die ganze Zeit nur so schnell hin und her geschwungen wird, dass man einfach nur einen Pixelbrei auf dem Bildschirm hat, ja? Und wie gesagt, diese Filme zeichnen sich ja eigentlich durch ihren hohen Grad an Authentizität, die sie rüberbringen, aus. Ja? Das war im ersten Film schon, dass man dachte, der kann echt sein. Auch in diesem Film sieht eigentlich alles sehr echt aus, weil wir keine übertriebenen Splatter-Szenen haben. Ja? Also nicht, dass irgendwo ein Kopf abgerissen wird oder sonst, dass man sagen könnte, ah, das ist aber so. Wir haben deutlich mehr Blut als im ersten Teil, ja. Wir haben ein paar mehr Splatter-Momente, was weiß ich, zum Beispiel, wo er da einen den Bauch aufreißt oder so, ja. Aber auch immer noch nicht, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber das Nonplusultra, was Splatter angeht. Hier ist es vor allem die wirklich unglaublich lang ausgeführte sexuelle Gewalt und sexuelle Demütigung und Ausnutzung und, die auch oft von der Frau eben hier ausgehen. Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, auch Splatter mit drin, ja. Beim ersten Teil war es ja so, dass wir eigentlich nie oder fast nie gesehen haben, zum Beispiel eine Verletzung passiert. Es ist immer alles entweder im Off passiert oder schon vorher gewesen. Ne? Was weiß ich, die Frau, die auf dem Stuhl gefesselt war, wo das Stück Brust schon fehlt oder was. Da hat man nichts gesehen. In diesem Film sieht man mehr aktive Verletzungen. Im zweiten Teil, ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass das überwiegenderweise so extrem wackelig ist und so weiter und auch von der schlechten Bildqualität, man bekommt einfach
sehr, sehr wenig mit. Auch die Endszene. Ja, und auch der Ton ist leider so, also ich habe eigentlich nichts verstanden. Ja, zwar nicht, weil der Film auf Englisch ist, weil ich würde englischen Ton verstehen, aber es kam akustisch gar nichts bei mir an. Außer das Wort fucking, das habe ich immer verstanden. Ja. Aber ansonsten, das ist ein durchgehendes Gebrüll und Geschreie und Gekreische und irgendwelche Leute, die irgendwas sagen, ja, aber ich habe kein einziges Wort, keinen einzigen Satz verstanden. Ja, also keine einzige Dialogzeile habe ich verstanden. Ich habe keine Ahnung, was die geredet haben, was die nun eigentlich voneinander wollten. Ständig waren da irgendwelche neuen Leute und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wer das nun ist. Ja, dann sitzen die plötzlich in irgendeiner Wohnung auf irgendeinem Sofa und keine Ahnung, erzählen da irgendwas mit den Leuten oder was und ob die nun, und dann vor allem ist es immer so, mal kloppen die gegenseitig aufeinander ein und dann scheinen sie doch wieder Freunde zu sein, also ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich habe auch nicht verstanden, warum dieser Peter 2, wie ich ihn nenne, immer auf den Langhaarigen so sauer zu sein scheint. Warum nimmt er ihn dann mit? Ich dachte, das sind Freunde. Ja, aber anscheinend doch nicht, weil irgendwie scheint er, also ich habe das Gefühl, die Frau war eher so das Mädchen von dem Peter, aber irgendwie dadurch, dass sie auch mit dem Langhaarigen anbandelt irgendwie oder was, also das scheint es Konkurrenzkampf zu geben, aber es kommt nicht klar rüber. Ne? Wie gesagt, der Film ist auf jeden Fall ein verstörender Film, er ist auch ein brutaler und gewaltsamer Film, also, aber verstehen tut man da nicht wirklich viel. Ne? Mich wundert es auch, dass Teil 1 und 2 nicht indiziert worden sind, weil der dritte Teil ist ja auf dem Index. Ich habe ein bisschen Hoffnung auf den dritten Teil, auch wenn ich befürchte, dass er vielleicht sogar noch schlechter sein könnte, aber muss man mal gucken. Die ersten zwei Teile sind nicht indiziert, wundert mich. Erstmal wegen der extremen Gewaltdarstellung, die da drin ist und auch durch die Jugendaffinität, die dadurch gegeben ist, dass der Film ja so als Mythos-Underground-Film, als fast schon Mutprobe gelten könnte, auch unter jüngeren Leuten, dass man sagt, schau dir den Film mal an, der ist extrem heftig und brutal und verstörend, dass vielleicht sogar jüngere Leute oder Jugendliche geziert nach diesem Film sogar suchen und versuchen, die zu bekommen. Ne? Also deshalb wundert es mich, dass die nicht indiziert worden sind und beschlagnahmt hätte ich sie eigentlich auch sofort, weil das ist ganz klar, also da braucht man gar nicht drüber sprechen, aber okay. Ja, also Mordom ist letztendlich Käse. Wenn wir an den ersten denken, der war gegen diesen Film hier ein wunderbares Meisterwerk. Wir hatten wirklich glaubwürdige Täter, die glaubwürdige Sachen machen, die zwar schlimm waren, aber irgendwo realistisch dargestellt. Hier haben wir einfach nur diese drei Leute, die irgendwo hinlaufen, irgendwas machen und mit irgendwelchen Leuten reden. Ja? Aber da steckt diesmal kein wirkliches Leben dahinter. Ja? Hier fehlt der Alltag. Dieser Alltag oder alles, was wir hier sehen, sind nur irgendwelche sexuellen Perversionen oder irgendwie Körperritzen oder keine Ahnung was oder weiß ich nicht. Ja, das eine Konzert, das sah so aus, als wolle man, wie gesagt, den ersten Teil nachmachen, weil auch so ein Konzert besucht wurde und. Aber wie gesagt, wenn einem der erste Teil gefallen hat, ja, kann ja sein, aber dann wird einem der zweite Teil wahrscheinlich nicht gefallen, weil der zweite Teil nicht so ist wie der erste. Ja? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich dreimal das Gleiche bekomme. Ja. Also dreimal sowas wie August Underground Teil 1, nur halt mit anderen Leuten oder anderen Schauspielern, anderen Figuren. Oder, das wäre natürlich auch schön gewesen, wenn es einfach weitergegangen wäre mit den Tätern aus Teil 1. Das hatte ich ja in meinem ersten Video auch gesagt. Ist aber nicht der Fall gewesen. Ne? Ist vielleicht auch ganz gut so gewesen. Also wie gesagt, das war jetzt nichts. Das war Müll. Ja? Der Film ist ziemlich brutal, das ja, und zeigt auch ein bisschen mehr Brutalität als der erste Teil, aber eigentlich hatte ich ja gesagt, dass es dem ersten Teil ganz zuträglich war, dass er gar nicht so viele Splatter-Effekte hatte, ne? Hatte ich gesagt, weil es dadurch ein bisschen noch kälter rüberkam, der Film. Ja? Und dieser Film macht jetzt eigentlich alles falsch, was der erste Teil hätte falsch machen können, aber nicht falsch gemacht hat. Er zeigt keine Alltagssachen mehr. Er macht eigentlich nur den ersten Teil ständig nach, eben durch diese ins Keller gehen oder im ersten Teil hat man diese Tankstelle, die überfallen wird. Jetzt ist halt so ein kleiner CD-Laden, wo die eine Minute drin sind. Also wie so ein schlechtes Rip-Off. Ne? Und wie gesagt, wir können weder Bezug zu den Opfern noch zu den Tätern aufbauen. Die Opfer, da muss ich sagen, die wimmern mal wieder um ihr Leben. Das ist ziemlich gut gemacht. Aber wie gesagt, so an die Klasse, würde ich mal sagen, von Teil 1 kommen auch die nicht ran.
Also das hatte ich ja damals gesagt, die Frau, die im ersten Film auf dem Stuhl gefesselt ist, ja, die ist eine Sekunde im Bild und schon bin ich dabei. Ja, und schon ist alles klar und die bringt Atmosphäre mit und rüber und alles. Und hier eigentlich überhaupt nicht. Ne? Bei den hier im Keller, wo die am Kotzen sind, da habe ich glaube ich erst nach 10 Minuten oder was gemerkt, dass es zwei Frauen sind. Ich dachte, das ist Mann und Frau. Aber erst als man dann das Hemd hochgemacht hatte und sah, dass die Person größere Brüste hat, hat man verstanden, okay, ist eine Frau. Und wie gesagt, auch die Szene da mit diesen, wo die beiden in der Kiste gesperrt sind, ob der Mann nur noch am Leben ist, sich selbst ein Mann oder keine Ahnung, ich habe es einfach nicht verstanden, weil es so schlecht inszeniert ist. Und dann auch, das war auch so unglaublich, diese Sache mit der Nachtkamera. Das, eines der letzten Opfer ist ja irgendwie, das ist ja dann mit Nachtsicht gefilmt. Also das ist sowieso der größte Humbug. Wenn ich schon eine Kamera habe, die so scheiß Qualität aufnimmt, dann wird die nicht noch Nachtsicht können. Ja, ich glaube, mein Camcorder kann das auch nicht. Ne? Also auch das hier wieder nur ein Trick, vielleicht sogar nur ein Filter, ich weiß es nicht. Oder wenn, dann hätte ich gesagt, okay, dann müsste die Nachtsicht in dieser schlechten Qualität sein, aber der restliche Film besser. Also das passt einfach nicht zusammen. Ja, so. Also rein wegen der Brutalität würde ich dem Film 12 von 19 möglichen Gurpunkten geben, weil er schon ziemlich brutal und hart ist, aber mal wieder so, es kommt nicht wirklich rüber. Der Film hat einfach seine Probleme beim Publikum anzukommen, also bei mir zumindest anzukommen, und ich war dem Film ja nun eigentlich offen gegenüberstehend, weil mir der erste Teil ja relativ gut gefallen hat, für das, was er ist, ja, immer ganz wichtig. Man kann den Film jetzt nicht mit irgendwelchen großen Blockbustern vergleichen oder was, oder mit Filmen wie Nightmare on Elm Street oder irgendwelche anderen Horrorklassiker. Das nein, das auf keinen Fall. Man muss ihn immer, man muss immer überlegen, was sind das für Filme und was wollen sie machen. Ne? Ganz klar. Und bei einer normalen Bewertung, also auch für das, was er ist, würde er nicht mehr als 3 Punkte von mir bekommen, einfach weil er schlecht ist. Ja, im Vergleich zum ersten Teil kackt dieser zweite Teil so sehr ab. Ja, und auch hier war es wieder so, die Endszene, irgendwann war es dann so langweilig. Ich hatte minimal vorgespult, aber mit Bild, dass ich immer sehen kann, wann eine Szene wechselt, und plötzlich war dann, ja, so weißes Fernsehrauschen, dann war der Film auch schon wieder vorbei. Also das Ende ist nie spannend irgendwie inszeniert bei August Underground anscheinend. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das kann ich alles nur zu Mordum sagen. Es ist gar nicht mal so viel, gerade mal halb so viel wie zu Teil 1. Also wie gesagt, während ich ja vom Teil 1 relativ begeistert war, ne, weil es einfach ein dreckiger, ehrlicher Film war, ne? Der, wo man wirklich, also auch dieser Film kommt echt rüber. Vielleicht sogar echter als Teil 1, weil Teil 1 habe ich hier und da mal gesagt, ah, das könnte jetzt aber ein Trick sein. Das ist hier gar nicht mal der Fall. Ja? Also die Effekte sind sogar noch besser als wie in Teil 1, würde ich sagen. Aber das reißt den Film nicht raus. Ja? Wenn der Film einfach kacke ist, weil er zu schlecht inszeniert wurde, also er hat einfach zu sehr übertrieben. Mit der schlechten Qualität, mit dieser übertriebenen Darstellung, mit diesen Psychopathen, zu denen man überhaupt keinen Bezug aufbauen kann. Bei dem ersten Teil hatte ich gesagt, oh komm, das sind doch Leute, die könnten jetzt hier draußen vom Fenster rumlaufen oder wie der Oma da reinhilft oder sonst was, ja. Also alles so menschliche Momente, und das haben wir überhaupt nicht. Ja, also absolut überhaupt nichts, da ist nichts da. Ne? Also die werden so sehr runter auf ein Minimum reduziert, ne? Keine Ahnung. Diese Täterin da, die da irgendwie alle immer so vergewaltigt und immer mal wieder so ein bisschen was antießt, wo man denkt, ah, bald sieht man ihre Brüste komplett oder was, und einmal war da auch was oder so, keine Ahnung, kann den interessierten Zuschauer interessieren, aber sonst, der Langhaarige, warum schneidet er sich die Haare ab, da sieht er noch schlimmer aus. Ja, und der Dicke, der immer, wenn er mal im Bild ist, ja, dann brüllt er nur. Ja, also nicht so wie der Peter aus Teil 1, ja, der irgendwie noch so ein glaubwürdiger Psycho war, sondern der steht einfach nur da, schaut, wie sie die anderen da demütigt und spielt bei sich in der Hose rum und alles, keine Ahnung. Also der Film ist noch viel voyeuristischer als wie in Teil 1. Also man sieht auch öfters so, was weiß ich, Penisse oder sonst irgendwas, also viel mehr ausbeuterische, und ich weiß es nicht. Alles in allem ist dieser Film so dermaßen schlecht, dass ich ihn nicht empfehlen kann. Auch für Fans des ersten Teils nicht. Gut, wenn man sich diese Blu-ray kauft, so wie ich sie gekauft habe, hat man natürlich alle Filme auf einmal. Ne? Das ist, aber wenn es die Filme einzeln gäbe und man hätte jetzt Teil 1, würde ich abraten, davon Teil 2 zu kaufen, weil er so anders ist und weil er so schlecht ist. Ne? Das ist auch nicht so, ich jetzt sage, das ist sehenswert gewesen. Ne? Also da gibt es die zwei Kameraeinstellungen, wo man interessante Sachen mal sieht, das ist unnötig.
Also ganz ehrlich, ist der Film ist so unnötig. Und ich werde den dritten Teil trotzdem natürlich eine Chance geben. Hoffe, dass er besser wird als Teil 2. Wird wahrscheinlich wieder was ganz anderes sein. Ich will mir da gar nicht mal so große Vorstellungen zu machen. Ich lasse den dritten Teil einfach auf mich zukommen und werde dann zu gegebener Zeit wieder berichten, wenn ich den geschaut habe. Das soll es gewesen sein von mir an dieser Stelle. Schreibt gerne eure Meinung zum Mordum in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen.